Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen zu Hello Neighbor 2. Es ist Nikolaus, es ist der 6.12. und es ist endlich soweit. Wir haben die Fortsetzung von den, ja, ich sag mal, der größten Überraschung des Indie-Games Hello Neighbors, was damals, glaube ich, auch über einen Game Pass seinen Weg gefunden hat, auch hier mittlerweile über die Xbox wieder kostenlos über einen Game Pass zu spielen ist. Und das war ja damals schon auf alle Fälle ein Spiel, was viele Genres in sich vereint hat und wo ich selber immer gesagt habe, ich bin für das Spiel viel zu doof. Also die Rätsel waren ja abnormal heftig stark gewesen. Trotz alledem war die Grundstory, die Grundgeschichte eine sehr starke gewesen und wir hatten, glaube ich, sogar eine Zeit lang, oder wir haben es eigentlich ja immer noch, wir haben sogar ein Hello Online Neighbor Spiel, in dem wir mit anderen Freunden Kinder spielen, die sich in dieses Haus von diesen besagten geheimnisvollen, aber eigentlich auch schrecklichen Nachbarn verstecken und diesen wieder entkommen wollen. Und wir sind hier mit dem Hauptmenü. Wir gucken uns das allererstes ganz, ganz kurz mal das Hauptmenü an, bevor wir natürlich jetzt gleich zum Spiel an sich kommen und natürlich auch zu dem Ausblick, was hat sich denn hier getan. Die Optik, muss man sagen, bei Hello Neighbors 1 war ja schon ganz in Ordnung gewesen, aber ich glaube, da haben sie noch ein bisschen höher geschraubt. Sprache, schon mal ganz wichtig. Deutsch, okay. Steuerung, können wir jetzt alles Mögliche machen. Ton. Wir können die Musik noch einstellen, aber ich glaube, die Musik, die können wir einfach so beibehalten. Das dient so ein bisschen der Atmosphäre. Aber wie gesagt, für mich ein kleiner Geheimtipp. Und ich werde mal gucken, wie weit ich dieses Spiel hier spiele. Im schlimmsten Falle, oder sagen wir mal, im schönsten Falle, sagen wir es mal lieber eher so, werde ich das Ganze vielleicht mal im Livestream behandeln. Aber im schlimmsten Falle, wollte ich eigentlich damit sagen, komme ich wahrscheinlich gar nicht weiter und muss hier wahrscheinlich jetzt schon anfangen, irgendwie bei Google irgendwelche Komplettlösungen herauszusuchen. Aber wir probieren es so gut wie es geht. Also, neues Spiel. Oh, beeil dich, ich stehe gleich neben deiner Tür. Oh, das beginnt ja jetzt schon mal richtig gut. Also bei Hello Neighbors 1 war es auch so ein bisschen der Fall gewesen. Wir hatten eine kleine Zwischensequenz gehabt, wo ein kleiner Junge, leider Gottes weiß ich nicht mal den Namen von dem kleinen Jungen und wie sagt die Geschichte, weiß ich auch gar nicht, wie es ausgegangen ist. Der kleine Junge hat damals schon beobachtet, dass dieser merkwürdige Nachbar, der eigentlich gar nicht so nach viel ausschaut, aber es Haussekretär in Ohren hat, beziehungsweise das pure Böse ist. Dort waren wir außerhalb des Hauses gewesen. Hier sind wir schon mal wieder in ein Haus und wir haben, glaube ich, sowas wie ein kleines Tutorial, wo wir denn auch jetzt schon anfangen, das Spiel kennenzulernen. Also, RB. Wir lernen also das allererste Mal schon irgendwelche Rätsel kennen. Was haben wir denn hier eigentlich? Das können wir bestimmt irgendwie später greifen mit irgendeinem Brecheisen. Guck mal, hier haben wir nämlich einen Schlüssel. Also die Optik an sich, die ist schon wieder toll gemacht. Die Optik an sich war auch schon Teil 1 nicht schlecht gewesen, aber bei Weitem nicht so stark. So, hier liegt irgendwie Spiegelscherben, Glasscherben. Guck mal, hier haben wir, dachte ich mir schon fast. Das können wir hier mal ausprobieren. Also mit RB greifen wir Sachen. Und damit können wir wahrscheinlich Sachen
Ah, wir können die werfen. Okay, können wir die auch wieder... Ah, das ist natürlich schick gemacht. So. Eine kleine Minitasche. Wir gehen erstmal ganz kurz hier hin. Da können wir ducken. Aber da ist halt auch ein kleiner Zwischenraum. Können wir da auch durch? Nein, kann ich auch nichts greifen? Muss da auch irgendwie gehen. Okay. So. Wie gesagt, wir haben das Brett jetzt hier rausgenommen, können uns das einmal ducken. Da ist eine Leiter. Da gehen wir mal hoch. Ich denke mal, der Schlüssel wird ja gleich zum Ausgang führen. Aber ey, das liegt auch wirklich so ein bisschen daran, dass ich tatsächlich nicht der allergrößte Horror-Genre-Fan bin. Oder besser gesagt, in keinster Weise. So, jetzt haben wir das schon mal. Wir hätten irgendwo noch irgendwelche Zahnräder gehabt. Hier! Ah! Guck mal! Nein! So, das können wir da einsetzen. Wir hatten noch das hier gehabt. Das können wir auch da. Verdammt! RB. Nicht RT. RT ist halt wie gesagt immer werfen. Jetzt braucht man noch ein kleines Zahnrad, ein blaues. Gute Frage. Ah, warte mal, wieder mit den Schlüssel hier doch. Da geht es nicht mit den Schlüssel raus, sondern der Schlüssel wird wahrscheinlich irgendwas anderes zeigen. Ach, da, Papa, gut. Jetzt haben wir jetzt so die Grundarten und Steuerungsarten des Spiels kennengelernt. Ach, verdammte Mist, ey. Verdammte Axt, das wird mir aber jetzt auch öfters passieren. Gut. RT für ein Mann. Ach, nein. Ach, ey. Ihr wisst schon, was ihr jetzt hier erwartet. Nehme ich nicht viel von mir. Gut. Ach so, ja. Selbstverständlich. Hallo? Herr Nachbar? Ach, was ich doch jetzt damit erfassen wollte, war ja eigentlich gewesen, ich glaube, der junge Mann, der war Reporter gewesen oder ist Reporter gewesen für die Zeitung und war den Nachbarn bestimmt auf der Spur. Oh. Das ist die Polizei. Wie denn? Nein, ach Mann, sollst du nicht jetzt immer alles werfen? Sind hier welche Sachen dabei? Hallo? Okay, die Scheibe kann man nicht kaputt machen. Sind wir jetzt in dem Haus mit den Nachbarn? Nee. Oder haben... Ach, wir haben schlecht geträumt. Nee, also wir denken wahrscheinlich, wir haben schlecht geträumt. Wir sind in unserer eigenen kleinen Unterkunft. Genau, guck mal, hier haben wir alles zusammengesammelt. Hier sind die vermissten Kinder. Ich glaube, das kleine Mädchen hat mir damals gesehen und das ist wahrscheinlich der Junge, der dem Mädchen gefolgt ist. Eigentlich auch ein ganz gruseliges Thema, muss man dazu sagen. Also gucken wir uns mal das ganz große Haus jetzt hier an.
Okay, da oben geht's hoch. Ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, am schlimmsten jetzt für mich persönlich ist es immer, wenn wir den Nachbarn sehen und wegrennen müssen. Kameras. Aha. Aber warum suchen wir nach den Kindern? Sind wir jetzt wirklich so Reporter-Team, die unauffällig arbeiten wollen, aber dabei ihr Haus direkt quasi in der Nachbarschaft haben oder was, die mit Kameras auf alles und jeden was richten? Interessant, interessant. Okay, wir haben jetzt aber, glaube ich, hier weiter nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt hier wichtig. Ich würde ja mal gerne wissen, können wir nicht irgendwelche Sachen hier einfach mal einpacken? Sieht nicht ganz so aus. Aber es fängt im Endeffekt jetzt doch so ein bisschen an wie bei Hello Neighbors 1. Wir können uns hier einfach unserem Häuschen hier entfernen. Können jetzt hier runtergehen. Und wir können natürlich jetzt dorthin gehen. Oh, das ist die Polizei. Aber wir können das jetzt hier alles so ein bisschen frei begehen. Da ist die Polizei. Hey! Officer! Oh, oh, hey, hey, Officer! Ah! Dein Ernst? Sie decken ihn? Sag mal, ist es denn Nachbar? Komm her! Okay, gut, das Spiel fängt also jetzt an. Wir müssen versuchen, in dieses Haus reinzukommen. Wir haben jetzt hier einen kleinen Pitbull. Das ist auch ein Police Officer. Wir müssen mal kurz gucken. Also, das war springen, das war ducken. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, okay, okay. Mann, nein! Abgeschlossen? Ja, abgeschlossen. So, wo ist denn jetzt? Herr Officer! Wahrscheinlich jetzt hier nicht. Hallo? Okay. Oh, 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 oh. Puh. Okay, wir fassen jetzt mal zusammen. Es ist gruselig. Warte mal, hä? Was ist denn hier abgesperrt? Also, was hat die Polizei jetzt damit zu tun? Oh, das ist ja süß gemacht. Da ist er. Ach, wir sind über den Seiteneingang reingekommen, war? Kann es sein? Oh. Okay. Umgucken. Also, ja. Umgucken und herausfinden. Was sollen wir hier eigentlich machen? Das Haus scheint aber jetzt auf den ersten Blick leer zu sein. Ich denke mir ja die Möglichkeiten. Und zu verstecken. Zum Beispiel hier. Sei. Ist der. Okay, da ist die Eingangstür, stimmt, läuft. Hallo? Ein Safe. Ach, guck mal hier.
Oh. 4-8. Könnte schon was mit dem Code zu tun haben. Also anscheinend suchen wir Würfel. Würde ich jetzt mal als allererstes behaupten. So, das lassen wir mal lieber. Wozu bräuchten wir das Schloss? Können wir uns hier einschließen? Okay, das war eigentlich jetzt schon der allererste Rundgang um das gesamte Haus. Oh. Die besagte Tür. Ach so, oder will ihr uns festnehmen? Weil nee, ist doch, glaube ich. Ah, die Polizei, ich muss mich jetzt so ein bisschen da korrigieren. Die hat damit jetzt nichts zu tun. Die hat es anscheinend schon alles kontrolliert, weil hier sind Absperrband. Hier sind auch irgendwelche Nummern auf dem Boden abgebildet, so als Beweis. Genauso wie hier. Die suchen den Nachbarn, so ist es nicht. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen, da läuft er ja gerade lang. Schlösser, okay. Natürlich die Frage, wie viele Zahlen brauchen wir denn? Okay, gut. Da brauchen wir jetzt nicht viel rum experimentieren. Was haben wir hier oben? Nichts weiter. Also wir müssen natürlich auch schon nach dem Wurf. Ah! Okay, 4-8-1. 1, 4, 8, 8. Okay, gut, das macht jetzt auch nicht viel Sinn. Aber wir haben schon mal den dritten Würfel. Wie gesagt, ich denke mal, es hat was mit dem Würfel zu tun. Wir haben das Badezimmer gehabt. Okay. Mit dem Haus können wir nichts machen. Okay. Das ist doof. Das Riesenproblem ist auch da, dass... Ah! Okay, ich ergebe mich! Ach, Mann, ey. Ha. Weimar war ja drin gewesen. Na? Ich vergesse aber auch immer, wo Rennen ist, ey. Hallo? Genau, geh zurück, geh zurück. Geh zurück. Wie kam der einfach auf die Idee, jetzt reinzukommen? So, muss die Fenster hier angucken. Würfe alle verloren. Es ist so ein ekliges Gefühl. Gut. Warte mal, wir nehmen uns doch mal hier den hier. Wir müssen noch ein Badezimmer umgucken. Ich bin der Meinung, im Badezimmer müssten wir eigentlich auch vielleicht noch irgendwas finden. Ah!
Okay. Das heißt, sie finden eigentlich in jedem Raum wahrscheinlich einen Würfel. Ja. Wir haben also jetzt 4. Ist aber jetzt wirklich die Frage. 4, 8. 1, 6. Ja gut, Das nehmen wir auch mal. Ah! So. Ey, da ist es ja. Okay. Ja, was war das denn jetzt? 1, 4, 6, 8. Können wir denn irgendwas hier greifen? Nee. Ich brauche mal noch eine Zahl. Oder ein Würfel, besser gesagt. Bücher, Bücher, Bücher. Direkt den Fernseher will ich nicht einschalten. Wir können doch nicht in den Schränken reingucken. Früher konnten wir in den Schränken reingucken. Das ist anfangs jetzt nicht so, aber okay. Ach ey, das macht's aber auch alles so spannend. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. War im ersten Moment, denkt man sofort, okay, wir brauchen einen Code. Wir haben die Würfel mit Zahlen drauf. Jetzt müssen wir es herausfinden. Aber wir haben auch keinen richtigen Ansatz oder so. Wir können mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Da haben wir nur Ditte. Haben wir aber irgendein Indiz oder so. Nee, das ist keine gute Idee, damit können wir einen Wecker stellen. Dann hört der nämlich uns und das ist immer gut, wenn wir jemanden täuschen wollen, ja, aber mehr auch nicht. Warte mal, da waren Kreide-Sachen gemalt. Wir können mal kurz gucken. Nee, hier ist nichts gemalt. Irgendwie so ein Ansatz oder so, wo man sagen kann, okay, darauf könnte man kommen. Obwohl, na gut, hier ist auch was gemalt. Ist hier denn was gemalt? Das ist eine Klospülung. Warum auch immer Kerzen hier auf dem Boden sind. Wahrscheinlich, weil es kein Licht mehr hier gibt. Warte mal, aber hier haben wir noch gar nichts gefunden, wa? Er klingt so aufgeregt. Oh oh. Da ist ein Schrank. Wo waren wir nochmal ducken? Ah! Ach, noch mehr Geheimnisse. Noch mehr Geheimnisse, warum? Ah! Da in den Safe sind schon noch irgendwelche Figuren drin. Okay, rote Bretter, rote Bretter. Ah, ah! Ah! Ah, Scheiße! Hallo! Hi, Chefchen! Ich geh schon! So,
Oh, warte mal. Hier, guck mal, da ist auch noch was gemalt. Du willst da rein? Nee. Ah ja, wir müssten uns vielleicht mal überall umgucken. Aha! Da musst du erst einmal kommen. Oh, mir geht's gut, alles gut. War vielleicht ein bisschen peinlich aus, aber mir geht's gut. Ah, okay. Also ich werd weg, wenn wir jetzt da auch noch ein paar Sachen dazu finden. Oh, das ist süß gemacht. Ach Mensch. Ah! Okay. Oh, die fehlt ein Arm. Glaube ich zumindest. Wie soll denn der aussehen? Nee, sein Schwert. Ja, sein Schwert fehlt. Oh Gott, hier sind ja so viele, mega viele. Oh, wow, 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 wow. Okay, Freunde, gute Laune. Bevor das Video vielleicht ein bisschen zu lang wird, würde ich mal sagen, wir machen jetzt hier ein kleines Break. Und wir sehen uns, hören uns einfach bei der nächsten Folge. Aber ihr merkt, es ist sehr rätsel- und actionreich. Wir haben jetzt irgendwie noch das Baumhaus hier entdeckt, in der Nachbarschaft, was vielleicht auch mit da zusammenhängen könnte. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr es am allerersten Augenblick an fandet. Und ja, wie gesagt, dann noch viel Spaß mit dem Rest, denke ich mal, des Videos mit Hello Neighbor 2. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.